Hallihallo Freunde, heute hatte ich den Plan nach Baska oder Baska zu fahren, bin ich jetzt auch, aber es ist einfach so überlaufen hier, also jeder Parkplatz ist voll, direkt am Wasser sowieso, hier hinten jetzt weiter auch und das nervt einfach nur, also ich werde mal jetzt weiter überlegen, was ich mache. Ich habe euch ja noch ein paar GoPro-Aufnahmen versprochen unter Wasser, das wird es heute auf jeden Fall geben. Ich habe gestern mal einen Tag ausgelassen und habe auch erfahren, dass Baska sehr überlaufen sein soll und so. Und ich wollte trotzdem mal gerne gucken, weil ich gehört habe, dass es hier schön sein soll. Aber mir gefällt es jetzt so hier gerade gar nicht, weil es einfach so voll ist. Also werden wir mal sehen, wo wir jetzt weiter hinfahren und wir sehen uns dann später auf jeden Fall. Alter, schicke Karre, die hier gerade vorbeigefahren ist, ey. So, Freunde, jetzt mal einen kleinen Stopp gemacht. Könnte ich ja vielleicht vorstellen, was jetzt kommt. Freunde, ich war jetzt eine ganze Weile am Strand und fahre jetzt nochmal wieder nach Nivice oder wie das heißt, an die Stelle, wo ich halt ziemlich alleine war und werde da nochmal ein paar GoPro-Aufnahmen machen. Ich bin jetzt nochmal beim Supermarkt angehalten, werde mir nochmal ein bisschen Brot kaufen, damit ich morgens auch was essen kann und ja, genau, dann sehen wir uns gleich hoffentlich unter Wasser wieder. So Leute, also hier ist es wirklich, wirklich, wirklich schön. Also dieses Nivice oder wie das heißt und dann auf den kostenlosen Parkplatz etwas weiter laufen, das ist perfekt. Also jetzt heute ist ein bisschen mehr los hier, weil ich glaube, dass die Einheimischen, also das ist nur eine Vermutung, dass die Einheimischen jetzt nach Feierabend natürlich hier sind und so. Und letztes Mal war ich wesentlich früher hier einfach. Und ja, jetzt stehen hier einige mit den Booten und so und also ich höre auch kein Deutsch sprechen, aber trotzdem viel, viel schöner, als wenn man jetzt da hinten, man kann das sogar von hier aus sehen, da hinten an dem Touristenstrand sitzt und quasi keinen Platz mehr kriegt. Also hier ist echt geil, richtig, richtig Bombe. Freunde, es ist schon wieder der nächste Morgen. Ich möchte noch mal ein kleines Fazit ziehen. Und zwar, ich glaube, in der Hauptsaison sollte man Baska oder Baska nicht anfahren. Also mein Gefühl so. Und ja, also nach wie vor habe ich ja schon einen Vlog gemacht. Nivice oder wie das da heißt. Das kann ich nur empfehlen. Und also da würde ich auf jeden Fall hinfahren und ich hoffe, ich konnte ein paar Wasseraufnahmen gut
rüberbringen. Und ja, wenn euch der Vlog gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr mehr sehen wollt von Kroatien, dann auf jeden Fall abonnieren, weil ich stehe jetzt schon wieder am nächsten Strand und das seht ihr dann auf jeden Fall erst im nächsten Vlog. Alles klar. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.